Seit über 45 Jahren sehen wir ihn nun schon auf großen und kleinen, nationalen und internationalen Leinwänden. Und irgendwie schwebt immer auch ein Hauch Ehrfurcht mit, wenn man seinen Namen ausspricht. Was kein Wunder ist bei einer Filmkoryphäe, die scheinbar schon jede Rolle von Schulmädchenreport über Stalingrad, Zweiohrküken, Wir sind die Hartmanns oder Meister des Todes gespielt hat. Lauterbach gibt zu, dass er nicht nur glanzvolle Rollen hatte. Im Interview verrät er sogar, dass er manchmal auch einfach nur in Thailand drehen wollte und nicht mal das Drehbuch gelesen hatte. Das war er zu seinen wilden Zeiten, nun priorisiert er andere Dinge. Inzwischen ist er ja neben seiner Schauspieltätigkeit auch Hochschuldozent und seine Rollen wählt er bewusst aus. So auch seine Rolle in Unterfreunden stirbt man nicht. In der Serie geht es darum, wie vier Freunde den Tod eines Freundes vertuschen, weil dieser für den Nobelpreis nominiert ist und den kann er nicht gewinnen, wenn er tot ist. Lauterbach spielt in der Serie den oft etwas angespannten, miesgelaunten Joachim, der ein Buch geschrieben hat, das keiner lesen möchte, der eine Frau hat, die ihn scheinbar nicht kennt und die ihm irgendwie auch etwas nervt. Und dann kommen auch noch gesundheitliche Probleme dazu. Ich wollte erstmal von ihm wissen, ob ihn seine Rolle denn auch ein klein bisschen frustriert hat. Ja, überhaupt nicht frustrierend. Das war hervorragend, weil es eben das wichtigste Glied in dieser Kette einer Filmproduktion ist das Drehbuch. Das steht an allererster Stelle. Und die Drehbücher sind hervorragend. Die sind wirklich ausgesprochen gut und selten. Insofern hat das viel Spaß gemacht, dass man nicht immer Figuren spielen muss, also die man selber gerne wäre, die also so viele Schicksalsschläge da mit so vielen Schicksalsschlägen konfrontiert werden. Und das ist eine andere Sache. Als Schauspieler versetzt man sich ja immer in die Rolle rein. Und wenn man dann am Ende des Tages richtig frustriert ist, haben Sie da auch vielleicht einen Tipp, wie man da wieder rauskommt für Jungschauspieler oder für andere Menschen, die einfach einen schlechten Tag haben? Ja, nein, also das ist ja part of the deal, würde ich sagen, dass wir permanent in den Figuren schlüpfen und dann sollten wir ja schon lernen, damit umzugehen, dass uns das nicht wirklich passiert ist und dass das also Teil unserer Aufgabe, unseres Jobs war, das zu machen. Und das legt man dann abends wieder ab, im besten Falle. Das schafft man wahrscheinlich auch besser, je länger man im Job drin ist. Das kann sein. Ist vielleicht auch so ein bisschen, also jeder geht ja ein bisschen anders um, man hat andere Vorgehensweisen. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn man Buchhalter ist und permanent einem Menschen gegenüber sitzt, 8 Stunden im Büro, den man auch nicht besonders mag, der dann vielleicht noch raucht, so war das früher, ne, bei geschlossenen Fenstern und Dinge. Also da gibt es schon wesentlich schlimmere Beispiele. Jeder Beruf hat halt seine sonnigen Seiten und auch ein paar Schattenseiten. Und das ist klar. Und Ihren Beruf machen Sie ja jetzt schon seit über 45 Jahren. Da hat sich bestimmt in der Rollenauswahl etwas geändert. Also vielfältig ist es, das zeigt die Filmografie. Nach welchen Kriterien haben Sie sich denn früher Rollen ausgesucht und nach welchen entscheiden Sie jetzt, ob Sie eine Rolle spielen oder nicht? Ja, ich war ziemlich wahllos früher, muss ich sagen, in der Auswahl meiner Rollen. Ich habe teilweise Filme angenommen, die in Thailand spielten, ohne das Buch gelesen zu haben, weil ich mal nach Thailand wollte. Also ich habe das ziemlich locker gesehen. Heutzutage mache ich das, sagen wir mal, etwas professioneller und mache es von, sagen wir mal, den wesentlichen Dingen abhängig, also von der Qualität des Drehbuches in erster Linie, was wir eben schon mal gesagt hatten. Dann natürlich ein bisschen, das sind immer verschiedene Parameter, die da zusammenkommen müssen. Die Produktion, die Mitspieler, wer Regie macht, welcher Filmverleih es ist, wenn es ein Kinofilm ist, beziehungsweise welcher Sender oder dann der Sendeplatz auch, wenn es Fernsehen ist. Oder welches Streamingdienst, wenn es eine Miniserie ist, für einen Streamingdienst. Das sind immer ein paar Sachen, die da zusammenkommen, die eine Sache entweder spannend machen oder einen dazu bringen, sie abzulehnen. Haben Sie schon mal was bereut, abzulehnen, was Sie hinterher gedacht hätten, ach, das hätte ich doch gern gemacht? Hätte ich doch besser gemacht, ja, ja. Da habe ich schon ein paar Sachen gehabt. Wie gesagt, bin ich früher ziemlich wahllos mit meiner Karriereplanung umgegangen. Wenn ich sehe heute, sehe ich oft so junge Leute, junge Schauspieler am Set, wie stringent die doch ihre Sache da in die Hand nehmen. Das hat sich schon alles sehr verändert. Wir haben das früher alles ein bisschen lockerer gesehen. Heute planen die jungen Schauspieler und Schauspielerinnen, die planen ihre Karrieren mehr und sind da ernsthafter, gehen die da irgendwie zu Sachen. Müssen sie vielleicht auch, weil die Zeiten sich geändert haben, der Wind ein bisschen rauer geworden ist, die Konkurrenz größer, was weiß ich. Gibt es noch Rollen, die Sie gerne mal spielen würden? Sie arbeiten ja jetzt auch als Produzent, da kann man ja vielleicht auch irgendwann vielleicht mal ins eigene Drehbuch denken und dann kann man sich eine Rolle selber schreiben. Ja, das habe ich ja auch schon getan. Nee, in der Regel, also ich habe, sagen wir mal, die
Theaterstücke, die ich gerne spielen wollte, die habe ich früher gespielt. Und das andere sind ja Drehbücher, die dann auf einen zukommen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, das Drehbuch, was 1900 oder 2035 geschrieben wird, das würde ich gerne spielen, weil es eben noch nicht geschrieben wurde. Ich bin bemüht, und das ist für mich das Wichtigste, möglichst unterschiedliche Sachen zu machen. Also sowohl was das Genre betrifft, als auch die Darstellungsform, also Theater, Kino, Fernsehen, das versuche ich eben alles abwechselnd und auch unterschiedlich unter einen Hut zu kriegen. Was natürlich ein Ding von Angebot und Nachfrage ist, in erster Linie mal. Das muss sich dann auch so ergeben irgendwie. Aber darum halt, das ist meine Intention. Also möglichst, dass ich nicht festgelegt bin auf Komödien oder auf Dramen, sondern dass man möglichst ein breites Spektrum hat. Zum einen ist das für einen Schauspieler interessanter, außerdem ist es natürlich auch weniger langweilig. Und die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, die geben Sie jetzt ja auch weiter. Ich habe gelesen, Sie sind Hochschulprofessor für Schauspiel, Film und Fernsehen, und ich habe Ihre Wissensplattform Meet Your Master gesehen. Wie kam es denn dazu? Wie es dazu kam? Ja, also wann hatten Sie die Idee? Zu Meet Your Master? Mhm. Die hatte meine Frau eigentlich. Die hat mich mal wieder mit dabei beobachtet, vor 2 Jahren so, wie ich eine Mail beantwortet habe, in denen ich irgendwelche Ratschläge gegeben habe, irgendwelche Leute, die mir geschrieben haben. Und hat gesagt, das müsstest du doch einsetzen, das machst du so oft und so leidenschaftlich und so ausführlich, das müsstest du irgendwie mal bündeln, diese Sache, und dann zusammenfassen. Und so kam das Schritt für Schritt, kamen wir zu der Idee, so eine Plattform ins Leben zu rufen, auf der die Besten ihres Fachs eben ja einen Kurs geben und ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Hätten Sie, als Sie angefangen haben, Schauspieler zu sein, jemals gedacht, dass Sie selbst mal lehren? Also gerade auch, wenn man weiß, dass Sie Ihre Schule ja früher beendet haben, und da liegt es ja vielleicht nahe, dass man Schule nicht so zugewandt ist und jetzt auf einmal Hochschulprofessor. Ja. Nee, das hätten vor allen Dingen meine Mitschüler oder meine Lehrer vor allen Dingen hätten das niemals gedacht, schätze ich mal. Ich war auch, die Schauspielschule habe ich auch früher beendet, nebenbei gesagt. Nee, hätte ich mir damals sehr wahrscheinlich nicht vorstellen können. Aber im Laufe meiner Tätigkeit als Schauspieler habe ich ja dann auch Regie gemacht und habe schon gemerkt, dass mir das großen Spaß auch macht. Und vor allen Dingen auch den Schauspielern dann Spaß gemacht hat, wie ich mit ihnen gearbeitet habe. Und insofern hat sich das dann so im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre hat sich das so ein bisschen dann manifestiert, bis ich dann die Anfrage bekomme von der Mokomedia Hochschule. Und ich mache das sehr gerne, muss ich sagen. Wir haben natürlich jetzt diesen normalen Corona-Break, haben das jetzt letztens mal digital gemacht. Aber speziell jetzt in der Schauspielerei ist es schon so, dass wir brauchen schon diesen physischen Kontakt irgendwie, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen und uns gegenseitig Sachen versuchen beizubringen, dann ist es schon wichtig, dass man physisch da ist irgendwie. Also das fällt mir schon sehr schwer, digital zu machen. Das glaube ich. Die Pandemie fällt gerade vielen sehr schwer. Deswegen ist es ja auch schön, dass es jetzt Mitte Dezember etwas zum Lachen gibt, und zwar die Miniserie Unter Freunden stirbt man nicht. Wenn wir die geguckt haben, haben Sie noch andere Weihnachtsfilmtipps, die Sie immer zu Weihnachten gucken? Naja, kleine Klassiker. Das Leben ist schön mit James Stewart natürlich. Das ist ja der Klassiker schlechthin. War übrigens der Lieblingsfilm von James Stewart. Ich weiß nicht, der gefühlt 1000 Filme gedreht hat. Ein riesiger Kinostar war in Amerika. Dann Weihnachtsklassiker. Nee, also ich finde To Be or Not To Be von Lubitsch, also Sein oder Nichtsein, den kann man immer schauen, ob Weihnachten oder Ostern. Ansonsten weiß ich nicht. Heiner Lauterbach bei Fufis, Film und Fernsehen in Serie. In der neuen Miniserie Unter Freunden stirbt man nicht spielt er an der Seite von Iris Berben und Adele Neuhauser. Ab dem 17. Dezember könnt ihr euch das anschauen.